Heil sein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rex-Najuch. Grundsätzlich versuchen wir ja gerne, Dingen ein Ursache-Wirkungsprinzip zu unterstellen. Das heißt, ich habe eine Entscheidung getroffen und deswegen ist mein Leben heute so. Das ist grundsätzlich richtig. Und jetzt kommt eine alles entscheidende Einschränkung und die sieht so aus. Ich kann mich jederzeit anders entscheiden. Es gibt unterschiedliche Grade von Anstrengung und es ist nicht möglich, aufgrund der Entscheidung, die ich gerade treffe, eine Vorhersage zu machen, was daraus werden wird. Weil tatsächlich der gesamte menschliche Körper und der gesamte menschliche Geist sich nicht linear verhalten. Das heißt, es ist ein Wort mit einem Bindestrich, nicht linear, und bedeutet nicht vorhersagbar. Es gibt also bei gleichen Entscheidungen immer verschiedene Möglichkeiten, wie die Sache ausgeht. Ein Thema, das in manchen Filmen sehr gut aufbereitet wurde. Einer, der ist schon ewig her, Lola Rent, der eine oder andere wird den schon mal gesehen haben. Und es geht immer wieder darum, was, wenn ich mich an dieser Stelle anders entschieden hätte? Die Frage ist, kann ich das rausfinden? Nach quantenmechanischen Gesichtspunkten ist es zwar möglich, aber potenziell schwierig. Und es kommt noch etwas hinzu. Allein dadurch, dass ich das System beobachte, beschränke ich das System, nämlich mit meinem Geist, mit meiner Vorstellung. Es ist vollkommen unmöglich, dass sich ein System völlig frei entwickelt, wenn es dabei beobachtet wird, weil der Beobachtende immer eine Wirkung hat. Insofern glaube ich, dass das eine ganz wichtige Erkenntnis für ein gutes Leben ist, wenn wir begreifen, die Art und Weise, wie ich beobachte, gestaltet ganz entscheidend mit, wie es wird. Und ich habe die Wahl, wie ich das gestalte. Ob ich das positiv belege, ob ich das negativ belege, ob ich es einfach mit der Zuversicht belege, ah, ist jetzt gerade nicht gut, ich finde einen Weg, ich weiß, die Sache geht gut aus, auch wenn ich nicht weiß, wie. Das sind Elemente, die ein Leben tatsächlich besser machen.